Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Und heute sehen wir hier unsere... Warum ist da einer nicht ausgefahren? Unser Duna LRS-System wieder mit dem Hauptsatelliten und den vier kleinen Satelliten, die deployed werden können, wenn wir dort sind. Und da hinten, seht ihr es da? Da ist Ike und da ist Duna. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich keine Scheiße erzählt habe, weil ich bin mir relativ sicher eigentlich, dass das Ike ist. Jetzt hängen wir kurz. So, jetzt fliegen wir heran. Genau, Ike, ha, ich bin doch nicht dumm. Ich bin doch nicht dumm! Da kommen wir daher geflogen mit hohen Geschwindigkeiten, ready zum Bremsburn. Und ihr seht schon, wir haben jetzt immer noch, wenn das jetzt noch eine Stunde weg ist, haben wir immer noch 145 Tage, bis der Rover endlich kommt. Weil in der Zwischenzeit werden wir wahrscheinlich unsere Station verbessern. Da muss ich mir noch einen Plan überlegen, genau wie wir da umbauen. Weil natürlich das jetzt nicht so unbedingt einfach ist. Aber wir können immerhin so ein aufgestelltes Tier jetzt hinsetzen in unsere Station, wo wir unten dann die Nahrungsstoffe einsetzen oder die ganzen Ressourcen, die wir brauchen. Und oben können wir dann so ein Solarmodul-Pack dran setzen und alle schon mal vorbereiten für die zukünftigsten Missionen. So, jetzt spulen wir mal bis zu Ike vor, weil vielleicht können wir da noch ein bisschen... Also ich würde mir hoffen, dass wir dort vielleicht ein bisschen Forschung holen können auf dem Vorbeiflug. Was natürlich ziemlich nice wäre. Und Ike ist auch... Alter, Ike ist ja auch riesig. Schaut euch mal das Bild an. Ah ja, jetzt kriegen wir wieder kurz Laden. Close Alarm. Den können wir schon wegschicken, denn den werden wir nicht wieder erleben. Oh, ist das schön, wir sind endlich da. Das war eine gleich unserer längst geplanten Missionen. Und ich weiß nicht haargenau, was hier abgeht. Aber irgendwie, ja. Meine Rakete hat Bock. Hallo Ike. Wir haben eine Duna, nee, eine Ike-Sonnen. Nee. Eine Duna-Finsternis. So, jetzt muss ich bloß mal den Kopf finden. Weil ich kann ja sicher die Telemetriedaten hier abfragen. Weil eigentlich ist das ja kein Forschungsgerät. Das ist nur ein Satellitenkommunikationsrelay. Was es natürlich ein bisschen schwerer macht, mit dem Teil zu arbeiten. Wie viel Schub haben eigentlich die Teile drin? Das ist jetzt... Oh, was? Scheiße, der frisst die an. Oh, holy shit, warte mal. Dann müssen wir kurz... Warte mal, bist du jetzt... Das ist die Frage, was ist denn jetzt hier was? Der frisst die... Oh, das könnte unangenehm werden. Stimmt. Oh, ich habe die Überkreuzleitungen nicht deaktiviert gehabt. Bin ich dumm, die müssen wir jetzt nochmal deaktivieren. Überkreuzleitungen deaktivieren. Das könnte natürlich für uns jetzt ein Riesenproblem werden am Ende. Ich glaube nicht, es wird einfach eher so sein, dass der Satellit... Deaktiviert, deaktiviert... Ne, warte mal, wir müssen hier deaktivieren, dann haben wir die andere Seite. Ja, hier trotzdem deaktivieren. Ja. Hups. Das war jetzt unbedacht. Aber wir haben hier schon wieder Daten gesammelt. Wieder leckere 25 Wissenschaftspunkte. Was natürlich mega nice macht. Hier vorspulen. Wir schießen jetzt am Ike vorbei. Da ist Ike gewesen. Und jetzt schießen wir direkt auf Duna zu und auf unsere Hauptbremsung.
so lange ist es her. Mein Freund, so sieht man sich wieder. Wenn jetzt hier dasselbe passiert wie bei Eve, ne, dann drehe ich durch. Aber wir können Glück haben, weil der Satellit uns entgegenkommt. Der zieht nach da oben perfekt. Ja, jetzt haben wir eine Eckkommunikation eingerichtet. Geil, schaut euch das an. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Nice. Einfach nice. Retrograde Burn. Und Execution. Ist ja gut. Ich burn mal mit dem SRS ein bisschen mit. Oder mit dem RCS. Aua, Mann. Das ist so laut. Herrgott, Zeiten. Ich sehe noch, ich muss jetzt so spielen, weil ich höre sonst nichts. Ich bin taub mit dem Game. Ich bin einfach taub. Come on, du blödes Teil. Oh. Temperaturscan Duna. Ich habe keinen Temperaturscan bis jetzt bei Duna durchgeführt. What? Gut zu wissen. Ey, aber wir haben dann gleich über 300 Punkte. Bedeutet, wir können echt unsere Man Station umbauen. Immerhin haben wir noch 145 Tage, bis der Rover ankommt. Und dann ist es eh ein ganz anderes Game. Dann haben wir unseren Rover, den wir zwischendurch immer wieder bewegen können. Irgendwann sollten wir eine Bodenstation irgendwann wahrscheinlich einführen. Ich will jetzt gerade gar nicht nachgucken und nach draußen, weil ich weiß, dass meine Ohren dann wieder nur dröhnen. Aua, Mann! Warum macht das Spiel das? Das ist unangebracht. Aber es schaut cool aus mit dieser Silhouette da um Duna rum. Das Licht, weil du weißt, dass genau dahinter die Sonne steckt, das ist schon geil. Du siehst diesen kleinen Punkt, was unsere Rakete ist, die einfach so laut wie die Hölle ist. Ah, das heißt eindeutig, dass wir in einem Orbit sind jetzt schon mal. Das ist schon mal gut. Ich bin mal da ein bisschen weiter. Heieiei. Ein bisschen mitbären mit dem RCS. Wie viel haben wir davon eigentlich? Wir haben wahrscheinlich eh von tonnenweise. Monotreibstoff haben wir Tonnen. Ich will nicht, würde so gern rausschauen, weißt du, aber ich weiß, dass meine Ohren dann wieder dröhnen. Was ist denn das für eine komische Zahl? Minus und es steigt? Au. Also wir können jetzt Glück haben und es funktioniert. Oder wir koppeln einfach die vier Satelliten ab, weil die haben Eigenthrust und die sollten sich selber gut bewegen können. Aber wir brauchen mindestens 200 MS noch. Und wir sind echt... Ja, wir müssen das jetzt machen.
Fahren schon mal alles aus. No! No! No, geht's dir gut, geht's dir gut, geht's dir gut. Die geht's gut, Lolo. Retrograde. Hä? Wieso? Achso, jetzt hat. Komm schon, mach den zu jetzt. Es war eine echt doofe Idee, die Teile aufzumachen und dann zu entkoppeln. Also als ob das nicht auch funktioniert. Was wollt ihr mich verarschen? What? Warum funktioniert das denn? What? Jetzt sind... What the frick? What the actual fuck ist denn hier passiert? Ich kann dir auch nicht mal sagen, was jetzt aktuell der Schaden ist. Ich hätte es wissen können, aber nein, ich musste natürlich alles kaputt machen. Okay, Schaden, der ist deaktiviert. Der ist einseitig kaputt, der ist der einzige, der noch heil ist. Dann machen wir jetzt hier mal über Kreuz aktivieren. Wir brauchen 1000. Wir sind sowas mit Mona. Nee, ich hab keinen Bock. Okay, Leute, ich werde mal schauen, ob ich irgendwas hier machen kann. Und ja. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und... ich hätte es anders machen sollen. Na gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.